Genossen Bausoldaten, um täglich wiederkehrende Diskussionen zu vermeiden, macht es sich erforderlich, dass Sie in der NVA Ihr Großhirn abschalten. Wenn sich Ihnen der Sinn eines Befehls nicht immer erschließt, liegt das an Ihrer mangelnden Erfahrung und dass Sie erst am Anfang eines Erkenntnisprozesses stehen. Uns gefällt es nicht, dass Sie kein Gewehr in die Hand nehmen, um den Frieden zu verteidigen. Super. Ich werde jetzt mal keinen Jazzstandard spielen oder keinen eigenen Titel, sondern mal ein paar Lieder aus der Zeit. Lasst uns in diesem Gottesdienst des einzig wahren Bausoldaten Jesus Christus gedenken und unter uns begrüßen. Hat er sich doch nicht dafür total verweigert, um im Himmel zu bleiben? Veranstalten den Bausoldatenkongress 2014 vom 5. bis 7. September in der Lutherstadt Wittenberg, der gemeinsam vorbereitet worden ist von einer Vorbereitungsgruppe schon über Jahre und der freundlich unterstützt wird von der Stiftung Aufarbeitung. Und Teil eines Projektes ist der Evangelischen Akademien, nämlich die Aktualität der Reformation, das wiederum von der Bundeszentrale für politische Bildung gestützt wird. Also ein Versuch zwischen Aufarbeitung und politischer Bildung und Erinnerungskultur und kirchlicher Fragestellung was zu entwickeln. Das ist so die Grundidee des Kongresses und wir sind gespannt, wie es wird. Herzlich willkommen zu unserem Kongress Friedenszeugnis ohne Gewehr. Ich darf Sie alle und beinahe ist man versucht, euch zu sagen, Genossen Bausoldaten, herzlich begrüßen, weil hier vorne ein Mensch in Uniform sitzt. Ich habe während meiner Bausoldatenzeit zu einem Oberfähnrich mal Herr Oberfähnrich gesagt. Alles klar. Es war, glaube ich, 1985, als ich nach Sassnitz eingezogen wurde, nicht klar, dass ich mal die Grüße einer Landesregierung zu einem Bausoldatenkongress überbringe. Das sei also hiermit getan. Zweitens, ich habe eben beim Reinkommen zwei Menschen wieder getroffen. Die habe ich das letzte Mal am Entlassungstag 1987 gesehen. Also auch das bringt dieser Kongress. Dann geschieht ja heute etwas ganz Außergewöhnliches. Welche Anordnung eines Ministeriums der DDR hat es geschafft, außer dieser, dass Ihr Geburtstag gefeiert wird? Auch 100 Jahre Erster Weltkrieg wäre Anlass für einen solchen Kongress. 75 Jahre Zweiter Weltkrieg erst recht. 50 Jahre Anordnung. Wir haben eben noch mal nachgeschaut, wie es genau heißt im Verwaltungsdeutsch. Genügend Abstand also, um diese Seite der DDR-Wirklichkeit in den Blick zu nehmen und ihre Bedeutung für die friedliche Revolution von 1989 herauszuarbeiten. Die Organisatoren haben sich sicherlich nicht vorgestellt, in was für einer Zeit global gesehen dieser Kongress stattfindet, wie das ausgeht mit Kriegshandlungen im Osten der Ukraine. Sicherlich war auch nicht klar, was in Israel, Palästina passieren wird. Islamischer Staat war wahrscheinlich auch noch keine geläufige Vokabel. Und deswegen glaube ich, und das ist auch gut, dass diese Tagung nicht nur ein Erinnern sein wird, so unter dem Motto, weißt du noch, sondern dass wir höchst aktuell miteinander reden werden. Wie ist es eigentlich mit dem Friedenszeugnis 2014? Vor allem aber ist es höchste Zeit, den Mut der Männer und oft genug ihrer Familien zu würdigen, die den Wehrdienst mit Waffen verweigert haben. Wir sind am Ende einer Woche, wo am Anfang
der Deutsche Bundestag erstmals Lieferungen von Waffen in ein Kriegsgebiet diskutiert hat. Ein Wittenberger, ich weiß nicht genau, ich glaube, es war Friedrich Schorlemmer, sagte mir den Satz, Frieden kann man nicht kriegen. Ob dies so ist, darüber wird jetzt aktuell intensivst gestritten. Den ausgedienten, eingeknickten Bausoldat wird er nicht zerbrechen und dessen glimmende Worte nicht auslöschen. Er wird nicht ermatten noch niedersinken, bis er das uns Fremdrecht auf Erden gegründet hat. Wir wussten ja nicht, wie groß wird der Kongress, kommen Leute, wie ist das? Deswegen haben wir am Anfang erst gedacht, wir machen so einen Kongress mit großer Einladung, haben dann gesagt, wir gehen stärker auf die Kongressidee. Deswegen haben wir über 100 Leute jetzt einfach eingebunden. Es gibt, glaube ich, 85 Referenten. Es gibt ein Vorprogramm, was auch durch den Kongress durchgeht, eine Vortragsreihe zur Kirche und Erster Weltkrieg. Da gibt es Vorträge, wie die Kirche sich im Ersten Weltkrieg verhalten hat, zu Kriegspredigten, zur Einbettung in die politische Landschaft, zu Lazaretten und also lauter Fragestellungen Kirche und Erster Weltkrieg. Mit Hirsch und Holl haben wir jetzt Kandidaten, die anfingen, nun das Wirken Gottes und die Durchsetzung und die Läuterung des Staates im Krieg so hoch zu ziehen, dass da ein Kampf um tatsächlich das Sein und Nichtsein der Kultur erhoben und ausgerufen wurde. Das geschichtswirkmächtige Einschalten Gottes, das ist das, was brüskiert wurde dadurch, dass der Erste Weltkrieg verloren ging. Wenn Deutschland an der Seite Gottes kämpft, beziehungsweise Gott an der Seite Deutschlands, dann passt diese Niederlage nicht. Und die muss dringend korrigiert werden. Und das ist für die Perspektive, die der Protestantismus lange Jahre auf den Ersten Weltkrieg aus dieser Richtung einnahm, ganz entscheidend. Die Völker kommen und gehen, aber das deutsche Wesen hat sich durchzusetzen und muss bestehen. Und diejenigen, das sind die Hauptgegner, die als Pazifisten anfangen, die kriegsführenden Akteure aus dem eigenen Land heraus anzuschießen, so die Perspektive Hirsch, sind eigentlich die Verantwortlichen für die Niederlage, weil sie den Widerstandsgeist und die Kampfeskraft so geschwächt haben, dass man sich nicht durchsetzen konnte. Ein Podium zur Frage, was sind die Einsichten von gestern heute wert? Also diese Frage, wie kann man diesen Bogen vom Ersten Weltkrieg, also den Kongressbogen, nochmal nachziehen? Stefan, du warst Bausoldat, bist politisiert worden da drin auch, bist später in der Partei gegangen. Hat sich der pazifistische Grundgedanke aufgelöst, relativiert? Es gab einen Kosovo-Krieg. Durch SPD und Grüne mit initiiert, völkerrechtswidrig. Wo steht man dann ein paar Jahre später? Was sind die Einsichten von früher, heute wert oder in der Zwischenzeit? Ja, die Situationen sind halt überhaupt nicht vergleichbar zwischen Mitte der 80er Jahre und 2014. Also woran ja heute noch nicht so sehr gedacht worden ist, aber was ich schon auch bemerkenswert finde, ist eine merkwürdige Koexistenz. Parallel sitzen die NATO-Spitzen zusammen und fragen sich, brauchen wir eine neue Konzeption und Strategie? Und ich wünschte mir ja, dass es auch eine europäische Friedenskonferenz zeitgleich zum NATO-Spitzentreffen gäbe. Joachim Rastecki hat nochmal, wie ich finde, ja sehr spannend auch auf UN-Sicherheitsrat, auf Regularien insistiert und gesagt, müssten die nicht greifen? Und wir erleben ja, dass sie nicht greifen. So, was lernen wir denn aus der Geschichte? Dann müssen wir doch auch lernen aus der jüngeren Geschichte. Also die Frage, was im Irak passiert, ist doch auch die Langzeitfolge oder die Kurzzeitfolge einer bestimmten Entwicklung. Da kann man durchaus bis zum Ersten Weltkrieg zurückgehen. Ja, und zu den willkürlichen Grenzziehungen in der Ecke. Und wenn ich vorhin gesagt habe, ich sehe in der Abwägung der verschiedenen Argumente in dieser Situation nicht die Notwendigkeit oder sehe nicht, dass es richtig ist, dass Deutschland Waffen in diese
dieses Krisengebiet liefert, dann merken Sie schon daran, wie ich auch in dieser Formulierung sehr genau formuliere. Ja, weil es natürlich Argumente gibt, dort auch mit militärischen Mitteln einzugreifen, um diese IS zu stoppen und um die Menschen vor Ort zu schützen. Ich sehe das genauso. Es ist ein echtes Dilemma. Wenn man vor dem Haus steht und sieht, dass es brennt, dann muss man sich entscheiden, ja, was tut man? Läuft man weg oder holt man den Wassereimer und nicht die Streichhölzer? Oder was macht man? Man muss so oder so etwas tun, man muss sich entscheiden. Und zwar sogar in dem Wissen, dass das eine wie das andere nur bedingt richtig sein kann. Ich kann in der Analyse Renke Brahms nur zustimmen. Nur das Problem ist, wenn ich vor dem Haus stehe und es brennt, dann nützt es nichts zu sagen, warum haben wir vorher keinen guten Brandschutz oder keine Vorsorge getroffen. Das ist richtig und darüber müssen wir diskutieren, wir müssen etwas ändern. Aber in der Situation, wo es brennt, müssen wir auch löschen. Da haben Sie recht, dass darüber diskutiert wird. Nur wenn das Haus, wie gesagt, brennt, nützt auch die Frage, wo die Streichhölzer herkommen, nichts. Herzlichen Dank an das Podium. Ich merke, dass das jetzt im Publikum heiß wird. Wir wollen aber jetzt die Debatte nicht eröffnen. Das sollte ja genau die Fragen aufmachen. Vielen Dank auch für die Zwischenrufe, die ich so verstehe, dass die Frage bei dem Bild ist, ob Waffenlieferungen in ein brennendes Haus nicht doch eher Öl ins Feuer als löschend ist. Das ist ja eine Frage, die man dann diskutieren kann. Aber das ist also eine Frage, wo wir, glaube ich, auch sehr viele verschiedene Positionen hier im Raum haben. Das ist gut so. Wir haben überlegt als Vorbereitungskreis, was sind denn die Einsichten von gestern heute wert, und haben gesagt, wir wollen einen Ruf aus Wittenberg ergehen lassen, weil es doch ein paar Einsichten gibt aus der Bausoldatenzeit, die wir auch für heute für relevant halten. Und ich würde mal Sebastian Kranich bitten, unseren Ruf vorzustellen. Ruf aus Wittenberg, Kriegsdienstverweigerung ist Menschenrecht. Die Bausoldaten haben in der DDR den Dienst an der Waffe verweigert. Damit wollten sie ein deutliches Zeichen für Gewaltfreiheit und Frieden setzen. Dennoch mussten sie bei den Baueinheiten, zwar ohne Waffen, doch voll integriert in das militärische System der NVA, einen Wehrdienst leisten. Das Recht auf Kriegsdienstverweigerung und ein ziviler Ersatzdienst wurden ihnen verwehrt. Über das weltweite individuelle Recht auf Kriegsdienstverweigerung hinaus ist angesichts der aktuellen Krisen, gewaltsamen Konflikte und Kriege eine aktive, langfristig angelegte Friedenspolitik gefordert. Diese muss auf den zivilen Instrumenten der Konfliktbearbeitung basieren, die umfassend auszubauen sind. Notwendig ist eine Abkehr von einem am Sicherheitsdenken orientierten Reagieren hin zu einem verantwortungsbewussten, gewaltfreien Agieren im Sinne der Friedenslogik. Die Erstunterzeichner sind Mitglieder der Vorbereitungsgruppe des Bausoldatenkongresses. Gottfried Alt, Andreas Ilse, Friedrich Kramer. Ja, wird er alt, ei, ei, da schenken wir halt das kleine, feine Spielzeuggewehr. Ei, 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 ihr gibt's nicht mehr her. Därme und Blut, die linke Nebenniere und alles das Geschmiere, die spritzen so gut. Därme und Blut, die linke Nebenniere und alles das Geschmiere, die spritzen so gut. Unser Hans, 6 Jahre wird er alt, ei, ei, da schenken wir bald den Panzer, der von vorne an hinten schießt. Ei, 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 das süße kleine Biest. Insgesamt sind es 27 Arbeitsgruppen, glaube ich. Also wo unter ganz verschiedenen Themen. Wir haben 3 große Themenfelder gemacht, 3 Themenzentren. Ein Themenzentrum zum Thema Bausoldatengeschichte. Also von der Frage Einbettung in europäische Friedensgeschichte über Stasi-Beobachtungen bis also das ganze Spektrum. Punkt 2. Religiöse und politische Gemengelage der Motive. Es war für die SED-Führung nicht hinnehmbar gewesen, dass sich junge Menschen der systematisch organisierten Wehrmobilisierung, Wehrerziehung und Vorbereitung der Landesverteidigung entzogen. Die Baueinheiten wurden nicht als Wehrersatzdienst konzipiert, sondern als Teil eines Systems staatsbürgerlicher Konditionierung und Gehorsamsproduktion. Nie war der Bausoldat so wertvoll wie heute. Ich habe im ersten Moment so gedacht, nun ja, das klingt ja so ein bisschen lässig, so ein bisschen läppisch so vor dem Hintergrund. Ich habe dann mal nachgeguckt, woher man das denn überhaupt kennt. Das ist die Werbung für Klosterfrau Melissengeist, also für ein Heilmittel mit Alkohol. Aber so beim zweiten Nachdenken habe ich dann überlegt, nun ja, aber nie so wertvoll wie heute, das klingt schon
nach einem Mittel zum Zweck. Und so beim dritten Nachdenken klingt es ja auch nach einer Lösung. Glaube führte nicht zwangsläufig in die Opposition. Zwischen Religion und Politik existiert kein Kausalnexus. Allerdings bewirkte das Repressionserlebnis häufig erhöhte Reflexivität. Die Bauseinheiten waren ein untaugliches Mittel zur Begrenzung von Protest. Konzipiert als staatliche Disziplinierungsinstrumente, wandelten sie sich in Podien der Emanzipation, auf denen politische Forderungen erhoben wurden. Wir haben uns ja auch mit vielen Eingaben bemüht. Haben diese Eingaben irgendwie auch was bewirkt? Oder wie sind die auf? Gibt es da Zahlen dazu? Und was ist damit eigentlich passiert? Was daraus geworden ist, ja, also als der Minister für nationale Verteidigung beim E-General Heinz Hoffmann im 84 in Prora war, hat er sich ja mit Bausoldaten getroffen. Und die haben ihm ja eine Liste mit Wünschen sozusagen übergeben. Und das kann man dann schön nachverfolgen. Das geht dann bis hoch ins ZK und wieder zurück ans Ministerium. Und außer zwei wurden überall Häkchen hintergemacht. Und dann die Verantwortlichen mussten dann melden, dass die Sachen auch dann durchgesetzt wurden. Nicht nur für Prora, sondern für alle Bausoldaten. Also das wurde dann auch umgesetzt. Doch weit entfernt von einer sachlichen Einschätzung und Beurteilung der Situation gingen die Verantwortlichen immer wieder von der unzutreffenden Annahme aus, dass sie es mit Staatsfeinden zu tun hätten. Unsere Arbeitsgruppe, die Topografie der Erinnerung, die Kasernen der Bausoldaten. Wir werden und können jetzt nicht alle Kasernen der Bausoldaten vorstellen. Wir werden uns fokussieren auf die beiden großen Standorte der 80er Jahre. Und das ist natürlich, wir sehen es hier, Prora. Und das ist Merseburg gewesen. Die beiden Standorte sind erstmal Orte. Ganz klar dagegen aussprachen und so weiter. Was sozusagen meine persönliche Motivlage ist, als ich mit der Frage konfrontiert wurde, was tust du da eigentlich, bin ich eben auf die War Resisters International, auf die Grundsatzerklärung der Internationalen Kriegsdienstverweigerer gestoßen, die sagt, der Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit. Ich werde keine Art von Krieg unterstützen und an der Beseitigung der Ursachen mitarbeiten. Das war für mich dann sozusagen eine Erklärung, die für mich auch heute noch trägt als Pazifist, als politischer Pazifist, und weil für mich die Ursachen in den gesellschaftlichen Zusammenhängen sind und dafür möchte ich arbeiten. Und deshalb herzlichen Dank auch für die Einladung, um hier gemeinsam zu diskutieren und vor allem auch zu hören. Es zuckt mir in den Fingern, Sie sehen schon. Erstens, Sie haben gesagt, die konservative Presse vor allem hat den Berliner Appell und auch die Losung Frieden schaffen ohne Waffen und schwerer zu zustellen hochgelobt. Das stimmt. Nur, wenn Sie das mit Recht als Kritik ausdrücken, dann muss ich Ihnen sagen, dass umgekehrt in der gleichgeschalteten DDR-Presse der Krefelder Appell genauso hochgelobt wurde. Und das war auch für mich fatal, diese Alternative. Ja. Gott sei Dank gab es eben eine unabhängige Friedensbewegung in beiden deutschen Staaten. Ein anderer Slogan, der jedenfalls für mich nach wie vor heute noch stimmt, war ja, wir dürfen nicht schweigen in dieser Zeit. Wir haben den ja bei diesen Sühnezeichen Gedenkwegen viel in Schleifen vor niedergelegt. Das war ja schon für die Stasi eine politische Einmischung. Da muss ich sagen, dieser Satz, der bleibt für mich als Motivation nach wie vor auch im politischen Leben damit umzugehen. Und noch eins, ich war sehr aktiv, als der Bosnienkrieg ausgebrochen, Jugoslawienkrieg ausgebrochen ist, da bin ich mit Pax Christi in
Kriegslager gefahren, wo vorgewaltigte Kinder und Frauen untergebracht waren und habe dort gearbeitet. Und dieser Konflikt hat mich auch nochmal sehr geprägt, eben wegzugehen davon, es muss alles gewaltfrei sein. Der Schwierigste offenbar ist für ihn der Geeignetste. Einen unvorstellbar verstrickten, verketteten Agnostiker, der in jedem Moment die ihm passende Strippe zu ziehen weiß. Es geht um mich. Zweites Themenzentrum zum Thema aktuelle friedensethische Debatten, also Rüstungsexporte, Zivilcourage heute. Also dass man da zum Beispiel, wir haben auch eine sehr spannende Arbeitsgruppe mit Kriegsdienstverweigerung in Russland. Da kommt der führende Mann, der Herr Sergei Krivenko, besucht unseren Kongress. Da sind also auch teilweise sehr interessante Leute hier mit dabei, die da diese Arbeitsgruppen leiten. Es ist wirklich so, dass nach dem Jahr 1939 in Russland kein Zivildienst überhaupt mehr gab. In der späteren Sowjetunion-Ära vom Jahr 1961 bis 1989 gab es 16.000 junge Männer, die verurteilt wurden, weil sie Militärdienst verweigert haben. Friedenszeugnis heute, was dient dem Frieden heute? Die Erfahrungen der beiden Weltkriege haben nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Etablierung einer Weltfriedensordnung durch die UNO geführt. Und das war eine große Errungenschaft. Und ich wünschte mir und erwarte eigentlich von einer Debatte über deutsche Sicherheits- und Außenpolitik genau eine Debatte darüber, wie wir die internationalen Rechtsordnungen stärken können, welche Weiterentwicklungsschritte eigentlich für die UNO, für den Weltsicherheitsrat, für andere Gremien der UNO zu treffen sind. Dabei geht es zum Beispiel auch um eine finanzielle Ausstattung der UN, die nämlich gerade in den letzten Jahren durch die westlichen Mächte, gerade durch die USA, sehr zurückgegangen ist. Also mich würde auch interessieren, im Blick auf die auf den Vorrang für Zivil, der ja auch in der Friedensdenkschrift von 2007 festgehalten wurde, wie das jetzt mit der konkreten Ressourcenzuweisung innerhalb der EKD aussieht. Ich habe nachgelesen, im Haushalt der EKD sind 21 Millionen Euro zusätzlich für die Militärseelsorge eingestellt und für die zivile Friedensarbeit ist es 1 Million. Weil wir reden immer darüber, wie die Bundesregierung die Ressourcen verwenden soll, aber warum reden wir nicht einmal darüber, wie jetzt die EKD die Ressourcen verteilen könnte? Also wir hatten sehr stark in den Raum gestellt, diese Instrumentalisierbarkeit von Betroffenheit. Und dass es für progressive Menschen, für friedensorientierte Menschen immer wichtig ist, tatsächlich auch rational an ein Problem heranzugehen und die Machbarkeit zu sehen und sich nicht auf kurzfristige militaristische Lösungen, die eher auf Show setzen, einzulassen. Also wir haben einfach Verantwortung anders definiert, als es gerade Frau Merkel oder Herr Gauck tun. Friedensethik kontrovers, ein kontroverses Thema, auch in der kirchlichen Debatte. Denn nach wie vor gibt es unterschiedliche Positionen an dieser Stelle. Die einen, die sagen, gerechter Friede, auch das Leitbild des gerechten Friedens, lässt sich durchaus vereinbaren mit einer rechtserhaltenden Gewalt und insofern in diesem Sinne einer Schutzverantwortung der internationalen Gemeinschaft, auch mit militärischen Mitteln.
Es gab eine kleine Kontroverse, dass vor allem für die jüngeren Anwesenden dieses emotionale Moment, da sterben Menschen, wir müssen doch helfen, ein wichtiges war. Und wir hatten dann aber eine sehr konstruktive Debatte, die schlichtweg zum Beispiel darauf hinwies, dass Waffen, die jetzt in der Region sind, solche sind, die aus früheren Erwägungen schon einmal geliefert worden ist und wir deswegen eben immer längerfristig denken müssen. Deutschland ist drittgrößter Waffenexporteur der Welt und weil der Absatzmarkt in Europa und bei den NATO-Partnern sinkt, ist der Export in Drittländer auch in Krisenregionen gewachsen und soll sicherlich auch, wenn es nach der Industrie geht, weiter wachsen. Die Diskussion über Rüstungsexporte eigentlich oft unter falschem Vorzeichen geführt wird. Begründen muss angeblich derjenige, der gegen Rüstungsexporte ist, nicht derjenige, der sie befürwortet. Wenn man das unter moralischen oder ethischen Gesichtspunkten oder auch unter rechtlichen sieht, ist es sehr seltsam. Dringend geboten ist die Wiederbelebung der Rüstungskonversionsdebatte. Ich komme ja aus Bremen. Bremen hatte mal den einzigen von der Landesregierung bestimmten und bestellten Rüstungskonversionsbeauftragten in den 90er Jahren. Ich habe in den vergangenen Monaten immer mal von einem stehenden Herd ziviler Kräfte geredet. Das ist ein falscher Ausdruck. Das hat die Presse immer gerne aufgenommen, weil das so ein bisschen griffig ist. Es gibt immer genug Polizisten, die bereit sind, in den Auslandseinsatz zu gehen und in Ländern auch präventiv Polizeikräfte aufzubauen. Die deutsche Polizei ist international hoch anerkannt. Die könnten 10.000 Leute schicken in internationale Einsätze, um Polizeiaufgaben sozusagen aufzubauen in entweder zerfallenden oder vom Zerfall bedrohten Staaten. Sie können es nicht, weil die Leute hier nicht abkömmlich sind, weil sie nicht gelassen werden. Ähnliches gilt für Juristen, für Verwaltungsleute und Ähnliches. Aber wieso bleibt der unbekannte Bausoldat mit allen und den beiden Mitbausoldaten ausgerechnet dort, hier, obwohl es unser einem zum Davonlaufen ist? Er und die beiden, immer mittendrin. Das dritte Themenzentrum ist das Themenzentrum Kirche und sozusagen Friedensethik. Und da ziehen wir den Bogen von der frühen Christenheit. Also in der frühen Kirche war Wehrdienst verboten im Prinzip. Musste man ablegen, wenn man Christ werden wollte. Ist dann natürlich mit der Staatskirche hat sich das geändert. Und das ist interessant, dass in der DDR-Kirche das wieder so eine Tendenz dahin gab. Aber das ist natürlich jetzt durch die Vereinigung wieder, hat sich das wieder verschoben. Und diesen Bogen zeichnen wir danach mit auch zur Lutherzeit, also der Reformationszeit. Was gab es da eigentlich für friedensethische Debatten? Was hat Luther dazu gesagt? Die anderen reformatorischen Bewegungen. Und dann auch Fragen der aktuellen kirchlichen Debatte, also zum Beispiel Militärseelsorge. Dumpfe Angst geht um. Steuern wir wie Schlafwandler in einen neuen Krieg? Der Generalinspekteur, der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, hat uns versichert, Russland kann diesen Krieg gegen 28 NATO-Staaten nicht gewinnen. Das Nachdenken über den Ersten Weltkrieg und da insbesondere auch die, wenn man so will, theologische Vorgeschichte, hat uns in diesen Monaten sehr bewegt. Ich habe hier einen prachtvollen Predigtband, Ein feste Burg. Ich lese nur mal einen Auszug. Und was wir allesamt unserem Vaterlande schuldig sind, ganz deutlich belehrt uns darüber die Heilige Schrift. Das darf ich betonen gegenüber so manchen Stimmen von links und rechts. Armseliger Krämersinn, der Jesu Wort gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, nur auf Zins und Steuer, auf Mark und Pfennige beziehen will. Herzblut opfern, das Teuerste fürs Vaterland hingeben, in Treue dienen, wo und wie das Vaterland es braucht. Das ist der Zins, den christlicher Patriotismus darbringt. Musik.
Also meine ironische Grundthese wäre, dass man die ganze Kirchen- und Theologiegeschichte auch als Versuch betrachten kann, sich vor der Bergpredigt herumzudrücken. Das kann man, glaube ich, auch ganz gut belegen, auch mit Politikeräußerungen. Und die ernsthafte These wäre, dass in der Tat die frühchristliche Friedensethik, bevor Kirche und Staat gemeinsame Sache machten, auch heute anknüpfungsfähig ist. Und also genau in dem jesuanischen Sinne, wie auf alttestamentliche Gebote zurückgegriffen wird, etwa das Tötungsverbot und die Verknüpfung mit dem Liebesgebot, nicht nur der Nächstenliebe, sondern auch erweitert zur Feindesliebe, das ist nach wie vor eine theologische Herausforderung, der wir uns stellen müssen und die längst nicht bewältigt ist. Da wird ausgerechnet am 1. September, dem Antikriegstag oder dem Weltfriedenstag, in der FAZ ein Abgesang auf den Pazifismus angestimmt. Während am selben Tag die Zeitung für politische Analphabeten ein riesiges Foto mit Präsident Wladimir Putin abbildet, auf dem dieser die Weltkugel wie ein Weltherrscher in der Hand hält. Und in eben diesen Tagen lässt der Generalinspekteur Naumann im Deutschlandfunk verlauten, dass man sich über den Käßmannschen Unsinn nur amüsieren könne. Alle diese Pazifisten hätten doch keine Ahnung, wie der Mensch nur einmal sei. Der gerechte Krieg, der vermeintlich gerechte Krieg, findet in der Bibel nicht so ohne weiteres seine Entsprechung. Wir haben ein Problem. Die Confessio Augustana, Artikel 16, in der es um den vermeintlich gerechten Krieg geht, was ich nicht so sehe, verzichtet darauf, ein biblisches Zeugnis dafür, für den gerechten Krieg vorzulegen, für das Jure Bellara, das eigentlich nach dem Recht streiten heißt, weil es keinen Bibelbeleg dafür gibt. Gab es 4 Jahre lang ganze Quadratmeilen des Landes, auf denen war Mord obligatorisch, während er eine halbe Stunde davon entfernt ebenso streng verboten war. Sagte ich Mord? Natürlich Mord. Soldaten sind Mörder. Es ist ungemein bezeichnend, dass sich neulich ein sich sicherlich anständig findender protestantischer Geistlicher gegen den Vorwurf gewehrt hat, die Soldaten Mörder genannt zu haben, denn in seinen Kreisen gilt das als Vorwurf. Die Gendarmen aller Länder hätten und haben Deserteure niedergeschossen. Sie mordeten also, weil einer sich weigerte, weiterhin zu morden, und sperrten den Kriegsschauplatz ab, denn Ordnung muss sein, Ruhe und die Zivilisation der christlichen Staaten. Soweit Tucholsky. Im Krieg ist Töten gefordert, und wer am meisten Menschen tötet, ist der größte Held. Ein getöteter Soldat aber ist, und das ist eine harte Wahrheit, auch im Blick auf meinen Großvater, ein im Krieg getöteter Soldat ist ein erschossener Erschießer. Raus aus dem Schlaf, Exhypnos. Gottes unbekannter Bausoldat erwacht wie keiner in meinem Kettenschlaf am Schnürchen. Raus aus dem Schlaf des sich preisenden Jubiläums des friedlichen Kettenwechsels dieses Jahr. Schlafe ich noch oder bin ich schon wach? Soll ich endlich einsehen, es war alles umsonst? Wir machen ja auch einen offenen Kongress, das heißt, das ist das Schöne, gehen wir in die Stadt, in die Kneipen und sagen, kann die Wittenberger können mitdiskutieren, man kann da auch Themen selber sich suchen, es gibt da ein paar Lesungen, die anregen. Ukrainischen und russischen.
viele von diesen ganzen militärischen Vorschriften waren ja nicht sehr sinnvoll, jedenfalls nicht in unseren Augen. Richtig. Auch ziemlich widersinnig oder haben auch negative Effekte gehabt. Also gerade dieses Ding, dass nach meiner Erinnerung in dem Mülleimer durfte nie was drin sein, sprich, das war genau der Punkt, warum alles aus dem Fenster flog. Ja, und man sich, ich habe mich wirklich manchmal im Urlaub zurückhalten müssen zu Hause. Ja, wirklich, ja, das war so. Und das sind ja alles Sachen, das habt ihr trotzdem durchgesetzt. Nee, das gehörte halt zu den üblichen militärischen Drill und der musste durchgesetzt werden, fertig. Aber weil da haben wir ja nicht drüber nachgedacht. In dem Fall, ich sage mal, über viele solcher Sachen ist von uns nicht nachgedacht worden, sondern ist einfach nur durchgesetzt worden. Ja. Liebe Gudrun, da sitze ich nun. Gerade mal gestern und heute, da wir jetzt 2 Tage Blitzunterricht haben. Das ist übrigens nicht schlecht. Es werden auf beiden Seiten Meinungen deutlich gesagt. Der Major, wörtliche Rede. Sie überzeugen mich nicht und ich werde Sie nicht überzeugen. Trotzdem haben wir 2 volle Tage, daher 2x6 Stunden Unterricht. Vorher war schon mal körperliche Ausbildung mit Gasmaske und Watteanzug und Schutzplanumhang SPU. Also ich glaube, dass man mit diesem Bausoldaten-Thema ein bisschen aufpassen muss, dass sich das nicht als eine separate Botschaft verselbstständigt und eine Selbstheroisierung stattfindet. Das ist einfach eine Gefahr, weil man natürlich dann nur die positiven Zusammenhänge beschreibt und das, was schrecklich war. Oder auch nur die schrecklichen, weil dann steht ein Eindruck, als ob ein Bausoldaten bei der Armee gelitten hat. Also der normale Soldat hat es genauso schrecklich da gehabt. Das war einfach ein ziemlich brutales Zwangssystem und kein sehr menschenfreundliches Militär. Bausoldaten haben natürlich einfach eine gemeinsame Geschichte, von der aus man sich an bestimmte andere Dinge auch in der Gesellschaft erinnern kann. Und das war ja für uns die Idee, jetzt hier zu gucken. Du hast einmal dich damals für ein Friedenszeugnis entschieden oder zumindest hast du Nein gesagt zu einer Waffe. Was heißt denn das heute? Und das ist ja eine Frage, die ist hochaktuell. Und es wird eher schwieriger und spannender, weil natürlich jetzt eine Generation heranwächst, die die Frage gar nicht mehr stellen sich muss. Gehe ich zur Armee oder nicht? Was mache ich? Werde ich Zivi? Die Frage gibt es nicht mehr. Die Wehrpflicht ist ausgesetzt. Was wächst da für eine Generation nach im Blick auf diese Fragen? Ich sage auch bewusst wir, in dem Sinne, dass das nicht nur wir sind, die diesen Weg gehen müssen, diesen Weg schaffen müssen, sondern dass da auch Sie mit dran beteiligt sind. Sie als ältere Generation, als erfahrene Generation, da nicht nur wir in der Pflicht sind, selbst aus dem Knick zu kommen, sondern auch Hilfe dabei brauchen, weil dieser Weg alleine sehr, sehr schwer ist und dieser Weg nur generationsübergreifend machbar ist. Schaffen Sie ein großes Gegengewicht zu den Bundeswehroffizieren, die jedes Jahr in Schulen rennen und um junge Menschen werben mit Geld und stumpfen Mitteln. Wir können und wollen nicht verhindern, dass die Bundeswehr ihre sicherheitspolitischen Positionen in der Schule darstellt, wenn Schulen sich entschließen, Jugendoffiziere einzuladen. Aber es wird auch in den nächsten Tagen, sie ist schon fertig, ich habe sie auch dabei, eine Handreichung für die Schulen in Sachsen-Anhalt veröffentlicht werden, die klar sagt, dass auch die in Anführungsstrichen andere Seite dazugehört. Also um es klar zu sagen, die Lehrerinnen und Lehrer kriegen eine Handreichung an die Hand, wo drin steht, ja, wenn Jugendoffiziere kommen, können sie im Unterricht sein. Ihr müsst aufpassen, dass das Überwältigungsverbot ganz klar eingehalten wird. Und dann bitteschön ist der nächste Termin entweder mit dem Friedenskreis Halle und dann gibt es eine ganze Reihe von Adressen und Listen, wo man sagen kann, da könnt ihr euch hinwenden. Hier könnt ihr dann sozusagen auch die andere Seite im Unterricht vorkommen lassen. Das heißt also, hier gibt es den Schulen einen ganz klaren Auftrag an die Hand, ausgewogen, wenn man die Bundeswehr zu Gast hat, dann auch den Friedensbewegungen bzw. Wehrdienstverweigerern Raum und Zeit an der Schule einzuräumen. Und habe mich dafür sehr interessiert, bin über erste Zeitzeugengespräche dann immer tiefer in das Thema eingedrungen und habe mich dann entschieden, das Thema weiterzuführen und in der 11. und 12. Klasse eine größere Arbeit darüber zu verfassen. Ich habe einige Vorträge gehalten über das Thema Bausoldaten und wir haben im
einen Stand beim Kirchentag 2011 in Dresden organisiert. Der Kongress endet am Sonntag mit, das nennen wir Jugend forscht, also zwei junge Frauen, Studentinnen befragen aus den drei Phasen der Bausoldatengeschichte Bausoldaten. Und dann gehen wir in eine Schlussdebatte zum Thema Quo Vadis Pazifismus. Pazifismus wird ja manchmal der Tod gesagt. Es gibt auch eine Allergie gegen Ismen, dass man sagt, also das wollen wir gar nicht. Aber die Frage der Grundhaltung, dass man erstmal sagt, der andere hat ein Lebensrecht. Und Gewalt ist kein Lösungsmodell für Konflikte. Und da wollen wir nicht eine Debatte ja oder nein, sondern die Frage wie. Ist eigentlich die Frage, wie geht es weiter mit dem Pazifismus? Weil tot gesagt wird er schnell, tot zu kriegen wird er nie sein. Der Begriff des gerechten Friedens ist nicht als Gegenbegriff zum Begriff des gerechten Krieges gewachsen, sondern ist gewachsen aus den Erfahrungen in der Ökumene, in den Vernetzungen zwischen Süd und Nord und Ost und West, dass der Frieden eine wichtige Dimension ist, aber dass Gerechtigkeit eine ganz genauso wichtige Dimension ist und dass Frieden nicht ohne Gerechtigkeit zu haben ist. Das haben 1983 uns die Kirchen aus dem Süden ins Stammbuch geschrieben. Was ist ungerechter Friede? Das ist der stille Friede, ja? Der akzeptiert, der untragbare Strukturen hinnimmt und der eigentlich kein Friede im Sinne von Shalom ist. Also als überzeugter Pazifist ist man in der momentanen Situation, wo wir in einer Zweiteilung leben, hier die Guten, da die Schurken, befindet man sich wie der Bikini-Verkäufer am FKK-Strand. Man ist sozusagen, man wird automatisch sozusagen rausgerückt aus einem verantwortlichen Kontext. Herr Mecke, ich würde ganz kurz gerne nochmal dazu antworten. Ich habe gerade gesagt, ich möchte es nochmal betonen in der Reflexion zu diesem Thema in Vorbereitung auf diesen Tag heute, ist mir sehr deutlich geworden, dass ich mich frage, ob diese Ismen und auch dieses Pazifismus, ob das der Inhalt unserer Diskussion ist. Es geht doch um die Gestaltung einer Kultur der Gewaltlosigkeit. Und das heißt nicht, sich nur um diese Spitzenmomente zu kümmern, sondern langfristige Arbeit zu leisten. Da haben wir friedenspolitisch in der Zivilgesellschaft, nicht parteipolitisch, eine große Aufgabe. Und die lässt sich nicht an der Frage Pazifismus ja oder nein beantworten. Ja, ich bin rundum erstmal erleichtert und froh, dass trotz einiger Zwischenfälle, wir hatten auch ein paar Beunruhigungen, aber dass alles irgendwie gut zu Ende gegangen ist, dass die Leute auch begeistert sind. Wir haben viel Lob gekriegt und viel positive Rückmeldung. Und dass es vor allem eben keine rückwärtsgewandte Geschichte war, sondern eben die aktuellen Fragen wirklich auch vorne an sind. Und man merkt, die Lust ist jetzt da, man kann weiter diskutieren, an den Tischen wird noch gestritten und was er im Podium hätte so machen sollen, noch nicht viel stärker so. Und also es ist sozusagen, das ist genau das, was wir wollten. Die Leute sind wieder ins Gespräch gekommen und die Themen sind wach. Diese schwere Stahlkette, ich merke sie, ist leider nur eine unfertige, verhängnisvolle Kopie vom Original. Und das Original, die Stola, die Priesterstola, sagt: arme Kette, bist nur eine aalglatte Kopie des wunderbarsten Schmuckes, den zu bilden allein seine Liebe fähig ist, wie es im hohen Lied der Liebe heißt. Wir wollen dir goldene Kopfkettchen machen mit Kügelchen von Silber. Schön ist es, haben wir noch das Original seines Liebeskettchens in uns. Es hält, auch wenn es reißt, das ist nicht zu verstehen, ein Glück. In meiner Heimatstadt Mühlhausen in Thüringen macht man zu Kirchweih, Kirmes genannt, sogenannte Papierketten und schmückt mit diesen bunten Papierketten Bäume zu Kirmesbäumen. Und dann tanzt und singt man um diese bunten Bäume.